Ja, meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem leckeren Kanal. Am Samstag, der 10. Februar, ist nach dem Mondkalender chinesisches Neujahr. 2024 haben wir das Jahr des Drachen. Der Drache ist eines der beliebtesten Tierzeichen in China, denn er steht für Stärke, Energie, Glück und Erfolg. Am Neujahr wird natürlich sehr viel gegessen und eines der traditionellen Neujahrsgerichte ist Jiaozi, chinesische Teigtaschen. Es gibt bereits ein etwas älteres Video auf meinem Kanal, da hat meine Mama gezeigt, wie sie Jiaozi macht. Heute zeige ich euch mein Rezept, wie ich sie mache, mit einer klassischen Rindfleischfüllung. Sehr lecker. Und außerdem zeige ich euch auch, wie ihr den Boden extra knusprig hinbekommt. Viel Spaß! Für den Teig braucht ihr 360 Gramm Weizenmehl und 200 Milliliter heißes Wasser, ca. 80 bis 90 Grad. Das gebt ihr peu à peu zum Mehl dazu und vermischen. Mit der Hand erstmal grob zusammenkneten, abdecken und für 15 Minuten gehen lassen. Nach 15 Minuten nochmal kräftig und richtig durchkneten, bis der Teig zu einer homogenen Masse wird. Dann wieder abdecken und gehen lassen, diesmal für eine Stunde. In der Zwischenzeit könnt ihr die Füllung vorbereiten. Dafür zwei Lauchzwiebeln waschen, kleinschneiden und ein Stück Ingwer reiben. In eine Schüssel 400 Gramm Rinderhack reingeben. Dazu kommt noch halber Teelöffel Salz, halber Teelöffel weißer Pfeffer, halber Teelöffel Sichuan-Pfeffer, ein klein wenig 5 Gewürzpulver, 2 Esslöffel helle Sojasauce und der geriebene Ingwer. Ein bisschen vermischen und 120 ml Brühe oder notfalls auch Wasser in zwei Ladungen hinzufügen. Alles gut miteinander vermengen, bis das Fleisch die Flüssigkeit komplett absorbiert hat. Dann noch ein Ei dazugeben und zum Schluss auch die Lauchzwiebeln. Die übergießt ihr mit 2 Esslöffel heißes Öl, das gibt dem Ganzen noch mehr Aroma. Nochmal gut vermischen und die Füllung ist fertig. Das ist eine gängige und klassische Fleischfüllung für Jiaozi. Es gibt noch viele Variationsmöglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel sehr gern Gemüse eurer Wahl dazu mischen. Nach einer Stunde könnt ihr mit dem Teig weitermachen. Dazu teilt ihr den gleichmäßig in kleine Stücke auf. Diese werden später zu einzelnen Teigblättern geformt. Gerne mit Frischhaltefolie abdecken, damit sie nicht austrocknen. Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche streuen und die Teigstücke einzeln flach ausrollen. Dann jeweils ein bisschen Füllung in die Mitte eines Teigblattes geben, zuklappen und die Ränder zusammendrücken. Die Mengenangaben sind für ca. 28 Teigtaschen, je nachdem wie groß sie sind. Ich mache immer gerne große Jiaozi, aber das könnt ihr nach Belieben anpassen. Nun könnt ihr die Teigtaschen braten, dafür etwas Öl in der Pfanne verteilen und die Teigtaschen drauflegen. Bei mittlerer Hitze zuerst für 2 bis 3 Minuten den Boden knusprig anbraten, anschließend 60 ml Wasser reingeben, zudecken und für weitere 6-7 Minuten gar kochen, bis das Wasser verkocht ist. Dann sind sie fertig. Ihr könnt die Teigtaschen auch ohne zu braten einfach im Wasser kochen, dann nennt man sie in China Shui Jiao. So gebraten heißen sie Guotie. Für die extra Knusper-Variante braucht ihr ein bisschen mehr Öl. Und anstatt nur Wasser, gebt ihr zum 240 ml Wasser noch einen Esslöffel Mehl, halben Esslöffel Speisestärke und halben Teelöffel Backpulver. Klumpenfrei vermischen und in die Pfanne gießen. Ebenfalls zudecken und wie gehabt kochen. Wenn es fertig ist, entsteht auch ein sehr schönes Muster. Das Ganze könnt ihr auf einen Teller umstürzen und dabei das überschüssige Öl abgießen. Durch das Muster sieht es besonders schön aus. Und glaub mir, der Boden ist sowas von knusprig und die Teigtaschen innen saftig und lecker. Als Dip könnt ihr ganz klassisch den schwarzen Reisessig nehmen. Für etwas mehr Pep könnt ihr zu einem Esslöffel Reisessig noch einen Esslöffel helle Sojasauce, einen Teelöffel geröstetes Sesamöl, einen Teelöffel chinesisches Chiliöl und etwas Lauchzwiebel dazugeben. Mmm, yum yum. Ich hoffe sehr, dass euch mein Rezept gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und auch viel Erfolg und Glück im Jahr des Drachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!